Aber irgendwie hab ich dich schon, du kleine Schönheit. Hallo, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, hi, mein Name ist Katrin und ich habe auch die Crushbox im Abo. Und ich sage auch, weil ich gerade schon meine Goodiebox erobert habe und man sieht mir, glaube ich, so ein bisschen dieses kleine Grinsen im Gesicht an, denn ich fand die richtig, richtig cool und ich bin mega gespannt, was die kleine, wunderschöne Schwester für uns diesmal bereithält. Das ist ja die kleine Make-up-Box, die alle 3 Monate einmal neu rauskommt. Und die könnt ihr euch auch ins Abo holen und kostet für Goodiebox-Abonnenten 14,95 €. Und ihr könntet auch nur die Crush im Abo holen für 19,95 €. Ich finde das einfach eine richtig coole Sache, mir die mit dazu zu holen. Und ich mag auch diese kleinen, schnuckeligen Mini-Boxen. Ich finde die richtig, richtig cool. Wir haben hier, glaube ich, immer 4 bis 5 Produkte, war es, meine ich, was wir drin haben. Und zwar ausschließlich Make-up-Produkte. Denn die Goodiebox ist eher eine kleine Pflegebox. Auch wenn wir da hin und wieder dekorative Kosmetik mit drin haben, ist doch eher Pflege enthalten. Und ich, kleine Make-up-Verrückte, mag das natürlich auch, eine kleine Make-up-Box zu haben. Und deswegen finde ich die Crush eine tolle Ergänzung dazu. Sie kommt echt so süß daher. Ich schaue mal rein und suche meinen kleinen Flyer, um rauszufinden, welche Box wir denn jetzt hier haben. Aber irgendwie habe ich keinen Flyer drin. Ich kann euch also gerade nicht sagen, wie das Motto dieser kleinen Box ist. Nennen wir sie doch einfach Gute-Laune-Box. Und ich sehe nämlich auf jeden Fall schon etwas, was mir gute Laune macht. Und er kommt hier einmal an der Seite so ein bisschen raus. Wir haben einen Pinsel. Leute, ich liebe Goodiebox, denn sie hat immer diese tollen Nire-Pinsel. Und hier haben wir einen Blush- und Bronzer-Pinsel. Die kommen auch immer mit diesen Teilen hier daher. Die schneide ich mir immer klein für meine Pinsel, die keinen haben. Denn eigentlich braucht ihr den immer nur so ein bisschen hier oben. Und deswegen kann man die schön aufteilen auf seine nicht sleevehaften Pinsel. Wie heißen die? Ich werde es nie mehr merken. Ja, auf jeden Fall kleinschneiden und für die anderen verwenden. Und das ist auf jeden Fall, ich bin gerade am Überlegen. Wo ist meine Pinselabteilung? Irgendwo. Ich meine, hab ich dich schon, du kleine Schönheit? Ich bin mir nicht sicher. Die 105 ist das auf jeden Fall und ist ein, wie gesagt, Blush- oder Bronzerpinsel, der so ein bisschen abgeschrägt ist. Und ich liebe diese Pinsel von Nire, weil die so schön weich sind und angenehm sind. Und ich weiß nicht, für Bronzer müsste ich mal testen, aber für Blush sind die auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ich bin hier schon mal am Pinseln und Kuscheln mit meinem kleinen neuen Zuwachs, über den ich mich riesig freue. Ich schlage hier aber mal das Papier auf, beziehungsweise kommt das Ganze irgendwie, ist das ein bisschen verrutscht hier. Ich kann das einfach auf der Seite, ne? Dann habe ich dieses Problem nicht mit meinem kleinen Klebi. Und mir purzeln auf jeden Fall 4 weitere Sachen entgegen, wo wir jetzt einmal rausfinden müssen, was wir hier haben. Einmal etwas von Gosh. Und Gosh ist eine dänische Marke, aus der auch diese Goodiebox kommt. Temptation heißt die Farbe und wir haben einen Waterproof Velvet Touch Eyeliner, ein Kajal aber, oder? Also das sieht mir eher aus wie so ein Kajalstift-Eyeliner. Aber die Farbe finde ich gerade sehr interessant. Unnötig. Das ist nämlich hier einmal die Farbe. Und Leute, ihr wisst, ich mag solche Farben einfach gerne. Einmal hier. Schwarz hat man ja immer mal. Oh mein Gott, ist der wunderschön. Leute, der ist wunderschön. Oh mein Gott, wahrscheinlich wird die Kamera das gar nicht einfangen. Der ist so lila, also ein ganz dunkles Lila mit ein bisschen Schimmer ist da wohl mit drin. Und
Oh, das ist eine traumhaft schöne Farbe hier gerade. Ein ganz dunkles Schwarz-Lila irgendwie gefällt mir richtig, richtig gut. Der wandert sofort einmal hier rüber und kommt in Benutzung. Ich bin gespannt, ob er wirklich wasserfest ist. Aber die Farbe allein finde ich gerade richtig traumhaft schön. Der glänzt so ein bisschen echt in dieses Lila rein, was mir richtig gut gefällt. Dann haben wir noch zwei weitere Produkte. Unter anderem etwas sehr Schwarzes von Tromborg. Und da hatten wir schon mehrere, auch so Beauty-Tools hatten wir davon. Und mal ein Eyeshadow. Einmal hier dieses Teil. Wie gesagt, einfach nur schwarz. Wo ist denn mein kleines, wo ist mein Heftchen? Ich vermisse es. Hier unten steht es aber drauf. Wir haben eine Mascara in Black. Ja, eine Black Mascara. Kommt so einmal daher. Sehr angenehm fühlt die sich an. Sehr schlicht vom Design. Und ich mache die einfach mal auf. Denn ich habe heute eine Mascara leer gemacht und darf die nächste beginnen. Riecht nach Mascara. Kommt einmal so daher vom Bürstchen. Da riecht ihr irgendwie, riecht das noch nach etwas anderem, was ich nicht zuordnen kann. Die wird aber jetzt nicht, nee, steht ja Black drauf. Ich dachte schon, vielleicht haben wir wieder eine lila Mascara, aber sie ist tiefschwarz und ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Werde die auch hier, zieht schon alles gleich ein. Der Pinsel natürlich auch, ne? Werde ich gerne verwenden. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Produkt, das ich hier schon anstarre. Denn wir haben auf jeden Fall eine Marke, die ich auch kenne. Real Hair. You are golden. Power Wear. Ein Bronzer aber von 2,5 Gramm. Kommt einmal in dieser Verpackung daher. You are golden. Dachte ich gerade, wir hätten einen Highlighter. Aber wir haben tatsächlich einen Bronzer, der hier zugeklebt ist. Und ich muss schon wieder, wo sind eigentlich meine ganzen... Irgendwo habe ich 1 Million Scheren mittlerweile. Und Leute, ihr wisst, warum ihr mir immer wieder Scheren schickt, weil ich habe hier gerade keine griffbereit. Guck mich gerade um, wo habe ich sie schon wieder alle hingelegt? Hallo! Immer dieser Kampf mit diesen Verpackungen. Also ich bräuchte wirklich keine Verpackung. So sieht das Ganze übrigens einmal aus. Kommt so daher und erinnert mich an dieses Trio, was wir auch häufiger schon in der Glossybox bzw. im Glossybox Sale hatten. War mal nicht auch von der Marke Real Hair. Und da gucke ich jetzt, bevor ich hier rein swatche. Wir haben einen auf jeden Fall Glow Bronzer, was ich gerne mag. Der kommt hier einmal daher und hat so leichte Goldpartikelchen hier drin, die mich anglänzen und schimmern. Ich mag sowas einfach gerne. Passt auch perfekt zum Pinsel hier gerade, finde ich. Und ich muss immer gerade hier meine Palette rausstöbern, die ich nämlich auch, das ist diese, zeige sie euch einmal, die gibt es nämlich auch in Schwarz oder in so Marmorfarben. Ultimate Glow Getter Bronze Incredible. Ich glaube, das ist tatsächlich ein anderer Bronzer wie in dieser Palette. Denn wir haben hier drin einen sehr, sehr matten Bronzer und ein bisschen helleren Farbton. Man sieht so gar nicht, dass ich diese Palette gerne verwende. Ne? Ist schon richtig hier mitgenommen. Einmal so sieht nämlich hier dieser Bronzer aus. Und der ist, ich weiß nicht, ich mag den einfach gerne leiden. Der ist schön cremig und hinterlässt ein schönes, seidiges Finish so. Und jetzt bin ich gespannt, wie mein kleiner You Are Golden Bronzer ist, in den ich jetzt auch einmal reingehe. Vom Farbton her doch sehr ähnlich, aber der ist ein bisschen wärmer. Sieht man das? Also der ist eher so auf dieser wärmeren, so ein bisschen ins Orange rein, auf dieser Seite. Im Vergleich einmal erkennt man es ganz gut, dass wir hier zwei unterschiedliche Farbtöne haben. Aber vom Finish her, finde ich, ähneln die sich doch
sehr stark. Der ist vielleicht so ein Ticken schimmeriger, aber die haben so einen schönen seidigen, so ein schönes seidiges Finish, was ich sehr, sehr gerne mag. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier. Ich meine, wir haben nur 4 Teile. Wie lange kann ich schon geredet haben? 100 Stunden wahrscheinlich dennoch. Mir kommt das nie so lange vor, bis ich dann da sitze und schneide. Ich pudere den hier mal ab. Der krümelt ein wenig und wir tragen uns den einfach hier noch ein bisschen drüber auf. Der Pinsel ist ein Träumchen, sage ich. Einmal hier im Vergleich finde ich den gar nicht schlecht. So habt ihr so ein bisschen Eindruck von diesem Bronzer. Gefällt mir gut. Ich brauche da auch nicht immer die riesen Pöttchen an Bronzern, denn ich habe hier ja ein paar. Und ich finde, das dauert halt auch schon eine Zeit lang, bis irgendwas leer ist. Und deswegen macht mir das auch nichts aus, wenn wir hier dann mal 2,5 Gramm haben. Ein etwas rötlicherer Ton halt, wie gesagt, der das Gesicht aber, finde ich, ganz gut aufwärmt. Den mag ich auch gerne leiden und auch der zieht, wie ihr seht, sofort ein. Also meine kleine Mini-Crush hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt, denn alle Produkte sind sofort in Einsatz gekommen und ich freue mich über alle und finde die Box eine richtig coole Ergänzung. Gerade wenn man so sich von Make-up ein bisschen überraschen lassen will, finde ich doch den Boxenmarkt etwas schwächelnd. Finde ich echt eine tolle Ergänzung zu der großen Schwester unserer Pflegebox. Und da war wirklich diesen Monat ja nur Pflege drin. Deswegen finde ich das hier gerade richtig toll. Ich bin eh Bronzer und im Sommer ist das eine coole Sache. Ich bin so neugierig, denn mein Heftchen habe ich immer noch nicht entdeckt. Bin mega gespannt drauf, wie dieses Thema ist. Aber auf jeden Fall ist es für mich eine sehr schöne, gelungene Box mit tollen Produkten, die ich gerne verwenden möchte, werde. Auf jeden Fall. Schreibt mir mal gerne an dieser Stelle auf die Box auch, was für euch gewesen wäre und was euer Highlight in der Box ist. Ich finde die echt, also mein Highlight doch, ja schon. Also die zwei sind so gerade meine kleinen Favoriten. Mag ich super gerne. Der Pinsel, Leute, ihr kennt mich, ist irgendwie klar gewesen. Aber auch der Bronzer finde ich richtig, richtig cool. Ich finde es aber auch toll, dass wir eine kleine Mascara und einen richtig coolen Eyeliner dazu haben. Denn damit kann man auch schon schönen sommerlichen Look schminken. Und Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir in diese kleine Box zu stöbern. Und freue mich, wenn ihr ein paar Kommentare hinterlasst und wir da ein bisschen drüber quatschen können. Und wünsche euch jetzt von Herzen einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Ich hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.